Geht doch. So, wir haben Kisten gefarmt. Auf Jäger, Schurke, Mage und Druide. Ich glaube, ich habe nichts anderes gespielt letzte Woche. Deswegen, wir gehen von oben nach unten. Hier, wir haben übrigens 2-1 jetzt auf dem Survival Hunter im Shuffle gemacht. Aber darüber reden wir später nochmal. Da ist nämlich, da ist irgendwas nicht in Ordnung. So. Ich will in die Gruppe, wenn du machen, aufmachen, die Vault. Das bringt Luck. Nee. Du hast mir heute bisher nur Pech gebracht, ne? Du hast schon wieder irgendwelche Awkward-Nachrichten in den Chat geschrieben. Und dann hast du auch noch dafür gesorgt, dass ich 5 Minuten mein Maul halten sollte. Also, nee. Vielleicht nächste Woche, wenn du artig bist, ne? Wir haben heute auch Nikolaus. Ne? Deswegen. Nur die artigen Kinder kommen in die Gruppe. So. Survival Hunter. 3 Kisten gefarmt, wir machen auf. Nee, mach ich nicht. Mach ich nicht. Du willst nur ins Video. So, wir haben eine Ekelbrust. Eine scheiß Taille. Und Hände, die wir schon haben. Ja, dann wird es Zeit für die ersten Sockel. Ist so schlecht. Bam. So. Oh Gott. So, welcher ist denn das? Ich könnte mir auch hier einfach das kaufen für ein Embellishment, ne? Bam. Wir haben schon mal 1 Sockel. Das ist gut. Den saven wir uns aber. Und ich glaube, ich muss heute nochmal an Torus laufen. Also, Hunter-Ausbeute nicht so geil, aber wie gesagt, da ist... Ein Trinket wäre geil gewesen, tatsächlich. Was ist das? 163? 1,6? Oh. So! Umloggen. Nächster Char. Rogue. Oh, Junge, Junge. Da muss jetzt... Da ist eine Waffe drin. 100%ig ist da eine Waffe drin. Alles andere akzeptiere ich nicht. Oh, hättest du mich invited, wäre Trinket drin gewesen. Ja. Hätte ich dich invited, wäre da kein Dolch drin gewesen, glaube ich. So ist das nämlich. So, Crit-Verse brauchen wir nicht. Handschuhe haben wir schon, deswegen können wir ganz getrost den Dolch nehmen. Und sind damit Gucci. Ist gut, ist gut. Zack. Können wir den in die Offhand packen, den in die Mainhand. Dann haben wir Assa auf jeden Fall, sind wir gut am Start. Und ich kann mir jetzt eigentlich die Mastery Offhand kaufen für Conquest. Weil wir kriegen, warte mal, ich habe 1750 Conquest. 550 können wir diese Woche noch sammeln. Das heißt, 525, 525 zum Craften, 525. Ja, sind 1050, 1575. Plus 900 sind 2600 irgendwas. So viel kriegen wir aber nicht. Das ist eine weise Hingabe. Also Hals brauche ich mir eigentlich nicht, den muss ich craften. Alles andere macht keinen Sinn. Ein Ring kann ich Conquest, müsste ich auch craften. Ja, wir haben auch noch genug Zeit, ne? Ich glaube aber... Sie hat nicht genug Geld. Oh, was ist da denn schon wieder los? Was ist da denn schon wieder los? 6000 Gold auch, ne? Ich glaube, es hackt. Es ist Mittwoch immer dasselbe, ne? Jeden Mittwoch so, oder? Schlau sein und Dienstag kaufen schon. Einfach Spiel gleich schließen. Das ist auch in Ordnung. Aber das, ne, das wird ungeschnitten hochgeladen.
Das ist uns nämlich egal. So. Weiter geht's. Rogue VZ. Ich fass es nicht. Oh, wir machen natürlich. Natürlich machen wir auch gleich wieder Gruppen auf. Natürlich machen wir auch gleich wieder Gruppen auf. So. Ah ne, ich muss erstmal zum Briefkasten. So. Weise Hingabe. Yes, yes, yes. Kaufen, kaufen, kaufen. Pop. Eigentlich hätte ich es gleich zweimal kaufen können, ne? Für die Mastery Offhand, die brauche ich nämlich jetzt. Also ich glaube, die ist schon wichtig, allein schon wegen Mastery drauf, ne? Alles andere hat Mastery. Ja, wir holen uns jetzt erstmal die Offhand. Schön. Nehme ich die? Oder hole ich mir... Wisst ihr was? Ich hole mir die einfach von... Ich glaube, die hat sogar mehr Mastery drauf. Und gut, drei Item-Level-Unterschied ist jetzt nicht so big. Was haben wir hier? Da. Die hat mehr Mastery, glaube ich. We will take the Streitkolben hier. Wenn we have the trophies. Alright. So, dann Rogue, fertig. Mage. Junge, 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 Junge. Mage letzte Woche auch sehr wild gewesen, ne? Frostmage, Respect, ein bisschen Arena geballert. Das war schon nice. Und wir haben gestern, glaube ich, noch Firemage Shuffle haben wir gespielt. Na gut, sehr bescheiden, ne? Frost lief deutlich besser. Wo will ich eigentlich hin? So. Könnte besser laufen. Mit Mage muss ich noch pushen, tatsächlich. So, Insane ist wieder da. Sehr schön. Kopf haben wir schon. Ich habe noch kein Forset, ne? Rücken. Was mache ich? Was mache ich? Also, Rücken ist natürlich ist es ein Upgrade. Gehört aber auch wieder in so eine Kategorie. Es sind nur drei Gearscore Upgrade. Plus, es wäre wahrscheinlich geiler, das zu craften, das Item. Sockel wäre schon mal im Voraus. Also, ich könnte natürlich einen Sockel kaufen und könnte den auf meinen Kopf packen, weil Setpiece bleibt Setpiece. Battlemaster an sich nicht schlecht. Andererseits... Ja... Ich habe nichts so Geiles bekommen. Evo und Trinket und DK Hände, aber die ganzen Items craftet man ja eh um. Ja, ja, eben. Diese Woche kann man wieder einen Teil craften. Ja, das habe ich auch noch im Hinterkopf. Allerdings... Ich muss sogar noch ein Item craften. Also ich hänge auch irgendwie mit Mage hinterher, was das Craften betrifft. Das heißt, Gürtel craften wir. Hände müssten wir wahrscheinlich kaufen. Trinket, ich will nicht mit Battlemaster spielen tatsächlich. Also ich kann den Rücken upgraden oder ich nehme schon mal einen Sockel. I don't know. Kopf bleibt wahrscheinlich, ne?
guck mal, was das für ein Damage Increase noch wäre, wenn ich Foresight hätte, ne? Ein Item könnte ich mir auf jeden Fall noch kaufen. So. Irgendwann wird Cap aufgehoben. Und dann kann man das auch noch ab. Ich nehme Sockel. Ich nehme Sockel. Alright. So, Mage ist done. Und jetzt ist wichtig. Rest to Druid braucht Foresight. Der braucht Foresight. Der braucht ein Foresight. Kann man diese Woche wieder... Nee, man kann erst nächste Woche wieder eins umwandeln, ne? Oh, ich habe auch immer auf allen Ehre, Cap. Ich muss das mal ausgehen. So. Resto Druid. Handschuhe. Scheiße. Okay, wir hätten Rücken. Upgrade. Könnten wir aber auch von den Dingens heute holen. Ich nehme Halskette, weil Rücken können wir uns auch von Dingens kaufen. Von den Trophäen. Scheiße. Oh, ich wollte gerade sagen, habe ich die schon? Eine Woche craften, nächste umwandeln. Ah, okay. Immer im Wechsel, ne? Okay, dann müssen wir jetzt wieder neue Sockel holen. Bedeutet, Gegenstandsverbesserung, Heiz. Zwei von denen. Ein von denen. Und Edelsteine. Sonstige nehmen wir natürlich Mastery. Haste. Scheiß auf Verse, oder? Was hatte ich vorher drin? Mastery Verse. Nehmen wir Verse? Er ist eigentlich auch big, ne? Wie viel Haste haben wir? I don't know. Vielleicht doch Mastery Haste? Wir nehmen mal Mastery Haste. Wenn es scheiße ist, sockeln wir halt um. So, Edelsteine. Wie hießen die mit Mastery? Sind Neltarit. Neltarit. Mastery Haste. So. 3. Und Primärwertsockel hole ich mir erst dann, wenn es gecraftet ist und wirklich fix für Bissgear so. Vorher sich das nicht ein, so viel Gold dafür auszugeben. Wir sind ja auch broke, ne? So. Rein. 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 Und, ja. Wenn wir jetzt hier den letzten Stein reingesetzt haben, dann war's das wieder, meine lieben Freunde. Das war's. Das Weekly Vault Opening. Mehr haben wir nicht gefarmt. Also ich kann jetzt gerne nochmal auf... Was habe ich denn gespielt? Ich habe nichts von den Chars gespielt. Wir können gucken, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ne, haben wir nicht. Sehr gut. Und die spielen wir auch nicht weiter. Wir sticken zu den, bei den vier Charakteren. Also, das war das Weekly Vault Opening. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und wir auf Twitch gehen jetzt, wir machen Gruppen auf. Bloody Tokens farmen. Trophies farmen und so weiter. Ich mache gleich wieder eine Gruppe auf irgendwo. Und dann könnt ihr joinen.